Hi Leute, in dem Video heute wollte ich mal ein fettes Dankeschön an Attila Hildmann, Karl S., Cap the Vegan Up und Robert Gladitz aussprechen. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Heute in dem Video geht es mal um ein paar Personen, die mich begleitet haben in Phasen meines Lebens und durch die ich viel gelernt habe. Und ich finde es nämlich immer wieder faszinierend, wie auf andere Leute oft geschimpft wird. Zum Beispiel Attila Hildmann, oh, dann fährt er Porsche oder ist nicht, war 100% vegan oder andere Dinge. Es ist mir völlig wurscht, ob der 100% vegan ist oder egal was. Was befähigt mich dazu, über andere zu urteilen? Ich fange bei mir an. Und ich habe in der Phase meines Lebens, wo ich auf vegan umgestellt habe, hatte ich auch anfangs mal die Bücher da von Attila Hildmann, diese kleinen Hefte noch, nicht diese fetten, wo er jetzt dann geschrieben hat, gelesen und hatte da gute Rezeptideen und habe das ausprobiert und es hat mir geholfen am Anfang. Und der Mann hat mehr Leute zum Veganismus gebracht, egal aus welchen Gründen. Die Gründe ändern sich dann vielleicht noch. Der hat so viel, Millionen von Menschen zum Veganismus gebracht. Und so viele Mahlzeiten, die ohne ein Tier auf dem Teller gestaltet worden sind, durch ihn. Hat so viel positiven Einfluss auf die Welt gehabt. Mir ist es völlig wurscht, ob der. Was befähigt mich, über jemanden zu urteilen? Wir waren alle mal an dem Punkt, dass wir solche Dinge gemacht haben. Keiner macht es böse. Wir probieren es vielleicht noch zu verdrängen, zu ignorieren. Aber ich möchte einfach mein tiefstes Dankeschön an diese Leute aussprechen. Genauso Karl S. Schimpfen dann viele, oh, irgendwie so ein Proll, der da rum erzählt und was weiß ich. Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz cleverer Kerl und auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Und ich habe mir so viel seiner Videos damals angeschaut, noch bevor er irgendwie eine Riesenreichweite hatte. Und es hat mir unglaublich weitergeholfen. Und sonst war es zum Beispiel auch so, mein Bruder ist immer im Kraftraum bei uns im Ort. Und ich bin da auch manchmal hin, ich bin mehr zum Fußballspielen immer raus, Sportanlage und dann manchmal auch im Kraftraum irgendwann dann Phase hatte, dann würde ich mal zulegen dann. Und da war immer so die Vorstellung, ey, vegan kannst du keine Muskeln aufbauen, geht nicht vegan. So. Im allgemeinen Weltbild war das nicht drin bei den Leuten. Und irgendwann, so ein paar Jahre später, ja, hat sich das völlig gewandelt. So. Dann kommen plötzlich Leute, die es aus dem Kraftraum kennen. Und die plötzlich sagen so, wenn du irgendwas von vegan erzählst, ja, nee, vegan ist ja auch kein Ding. So. Kann man ja machen. Vegan ist kein Problem, sich so zu ernähren und Muskeln aufzubauen. Er hat in dieser Kraftsportszene ein ganz anderes Bild geschaffen. Die Leute auf ganz andere Wege mal gebracht. Wie viele Menschen durch Karl S. sich vegan ernähren jetzt. Das ist der Schneeballeffekt. Und dann muss man ja nicht stehen bleiben. Man kann ja dann weitergehen, zur Rohkost zum Beispiel, den Körper weiter reinigen, wenn man da mehr Gesundheit will. Aber es ist eben eine Stufe und es ist ein wichtiger Punkt, es ist ein wichtiger Teil. Jeder ist ein wichtiger Teil, um andere zu inspirieren.
wo dann jeder bleibt mit seiner Ernährung, ist jedem selber überlassen. Aber er hat so viele Leute erstmal zum Nachdenken angeregt. Millionen von Leuten. Wie viele Millionen Menschen hast du erreicht? Wie viel Leben, wie viele Millionen Leben hast du verändert? Was befähigt dich, über solche Menschen zu urteilen, die Milliarden von Mahlzeiten fleischlos gestaltet haben? Und das Leid in dieser Welt mit Sicherheit reduziert haben. Ob die dann ihren Porsche mit Leder fahren, ist mir völlig wurscht. Völlig egal. Spielt für mich keine Rolle. Das ist so banal. Veränderung findet immer nur bei einem selber statt. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Und urteilen ist eine Krankheit. Fühlst du dich vielleicht nur besser, wenn andere schlechter sind? Warum fängst du nicht bei dir an und schaust, was du verbessern kannst? Ich glaube, wir haben alle was zu verbessern. Und die Zeit ist zu schade, über andere Leute zu reden. Mach du das, was du für die Welt verbessern kannst. Genauso hat mich, ja, Kap bewegen ab, Anfang der Rohkost so lange begleitet, die Videos haben mir so weitergeholfen. Ich bin einfach total sympathischer Kerl. Und hat mir da am Anfang viel gebracht. Jetzt bin ich an einem anderen Punkt. Und ich bin ihm so dankbar für die Videos damals. Ihr müsst mal sehen, was manche Leute für eine Zeit und Energie reinstecken in solche Sachen, um die Welt positiv zu beeinflussen. Und Robert Gladitz, so das Rohkost-Einmaleins, hat mich genauso begleitet. Die Rezepte da, diese 3-und-3 Rezepte, die fand ich so genial. Einfach nur 3 Zutaten, so einfach, so lecker. Und es hat mir in der Zeit, anfangs der Rohkost, so viel weitergeholfen. Es hat mich so motiviert, mal normale Menschen zu sehen, die da Rohkost durchziehen und es ein ganz anderes, junges, hippes Bild in die Rohkost bringen. Und ich, ja, diese Langeweile und ja. Und ich habe so viel Input, so viel positiven Einfluss dadurch bekommen. Ja, also die Videos von Robert Geils haben mir echt viel geholfen. Und ich habe keinen Cent dafür bezahlt. Nichts. Ich habe ihm nie was zurückgegeben dafür. Man kann sich das alles kostenlos anschauen. Komplett. Ja, ich bin so dankbar für diese Videos. Und deshalb, ja, wie gesagt, möchte ich einfach nochmal mein Dankeschön an all diese Personen aussprechen. Ein tiefstes Dankeschön für all diese Sachen, für all die Informationen, für all die Motivation, für all die Inspiration. Information. Und so verändert man die Welt. Wenn du einen positiven Einfluss geben möchtest, verändert du dich. Kein anderer muss sich verändern. Nur du. Nur du entscheidest zu 100%, wie du auf eine Situation reagierst. Du kannst nie andere Menschen zu 100% beeinflussen. Du kannst nie zu 100% sagen, dass jemand funktioniert, wie du möchtest. Außer du selbst. Du selbst kannst entscheiden. Jeden Moment, jeder Moment ist frisch und neu. Du kannst bestimmen, ob du dich so mit deinem alten Speicher deiner Vergangenheit, der irgendwo auf einer SD-Karte gespeichert ist, identifizierst und davon so beeinflusst, dass jede neue Handlung in diesem Moment ein halber Schritt ist, ein zaghafter Schritt, der dich nirgends hinbringt. Ein angstvoller Schritt. Oder du kannst dich dazu entscheiden, den Moment neu und frisch zu erleben. Vielleicht den Speicher heranziehen und die Erfahrung auf deiner SD-Karte von deiner Vergangenheit. Oder du kannst, wie gesagt, zögerlich den Schritt gehen, jeden Schritt halb machen.
Kein Schritt mit vollem Herzen, mit voller Lebendigkeit, mit vollem Herzblut machen. Das ist deine Entscheidung. Fang bei dir selbst an. Projiziere nicht auf andere. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Und es liegt zu 100% in deiner Hand ab. Das wünsche ich dir und jedem Menschen. Macht's gut, Leute. Ciao.